Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der 16. Tag meiner zuckerfreien Zeit. Das heißt, die Hälfte habe ich rum. Und es geht mir ausgezeichnet. Herzlich willkommen bei Ralle Colonia. Wir sind oben. Sind wir eigentlich schon doch ein bisschen höher, ne? Jetzt machen wir mal einen Rundgang hier mit Benjamin. Feuerwerk. Ah, man sieht den Baum. Jetzt war glitschig. Naja, hier kann man schon sehen. Eine Wahnsinnsaussicht. Wahnsinn. Gut, bei klarem Wetter wäre es natürlich, könnte man noch viel weiter sehen. Aber das ist schon okay. Biokost ist gesünder. Eine gesunde Ernährung hängt vor allem von der Auswahl der Lebensmittel ab. Es ist egal, ob vom Bioladen oder vom Discounter. Wer im Bioladen kauft, leistet einen Beitrag zum Umweltschutz. Denn im Biolandbau wird auf chemische Dünger und Pestizide verzichtet, wovon am Ende auch die Gesundheit profitiert. Im Bioladen findet man eine sehr große Auswahl an Vollkornprodukten. Bei Vollkornbrot oder Vollkornnudeln wird das ganze Korn verarbeitet. Gerade unter den äußeren Randschichten, die beim herkömmlichen Mehl entfernt werden, sitzen Nährstoffe und Vitamine. Studien zeigen, dass Vollkornprodukte das Risiko für Diabetes und verschiedene Krebsarten reduziert. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vergesst mich nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren und Daumen hoch. Tschüss!